Guten Abend, herzlich willkommen bei einer neuen Folge Escape from Tarkov. Der Vibe ist da. Ich habe gerade Feierabend von der Spätschicht und gucke jetzt hier rein. Wenn ihr das Video seht, ist schon der nächste Tag. Das werde ich nicht mehr schaffen, heute hochzuladen. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier drinnen. Wir gucken uns erstmal alles an und wie ich starten werde. Also, wir werden jetzt erstmal hier reingucken. Ich nehme natürlich Englisch, weil Deutsch ist hier nicht. Und ja, mein Name. Wenn ihr mich tötet, schickt es mir als Bild. Ich werde wieder Jusek spielen, weil es gibt auch eine neue Stimme und Jusek finde ich im Allgemeinen vom englischen Aussprache her besser, wenn ich da mal mumble will, wenn ich mal in-game labern will. Weil es gibt ja noch kein In-game-Voice. So, und jetzt werden wir mal gucken. Wir werden jetzt erst einmal in die Option gehen und mein Spiel einfach mal Jusek. Wir nehmen jetzt gleich mal die dritte Stimme und werden mal auf Deutsch stellen. So, das ist alles so, wie wir es hatten. So, jetzt gucken wir mal bei mir ins Stash rein, was wir hier denn so haben. Wir haben natürlich das, was man eigentlich kennt. Gibt es eigentlich nichts Neues dazugekommen. Neuer Sound, wenn man rechts klickt, auf jeden Fall dazugekommen. So wie ich das Spiel spielen will, ich werde auf jeden Fall solche Waffen hier gleich am Anfang verkaufen. Aber nicht im Flohmarkt, sondern einfach so, weil am Anfang sowieso keiner Geld hat, um sich sowas zu kaufen. Ist Schwachsinn. Da werde ich hier die ganzen Waffen verscherbeln, bis auf die Pistolen auf jeden Fall. Damit fangen wir erstmal gleich an. Braucht kein Mensch. Ich brauche es nicht. Hier die Magazine auch gleich mit. Das ist für mich sinnlos. So, mehr haben wir ja auch nicht. Das hier, die Munition, die behalten wir einfach. Wir machen hier die Magazine noch leer. Hier haben wir hier BP-Munition. Ist natürlich auch nicht schlecht. Entladen, entladen. Geben uns einfach auf. Weil und so. So. Hier, das machen wir hier genau dasselbe. Und hier auch. Hier machen wir jetzt auch entladen und machen alles raus. So. Die Munition behalten wir natürlich. Hier haben wir auch noch was. Haben wir hier auf jeden Fall da Muni. Da Muni. So, das, alles leer. Hier ist es egal. Hier ist voll. So, jetzt werden wir erstmal anfangen. Wir gucken mal bei den Händlern rein, was es denn so gibt. Ich denke mal, hier wird es nicht großartig Änderungen geben. Doch, hier gibt es eine Änderung. Wir verkaufen erstmal unser Zeug schnell. So, leveln wir bei Playboy. Playboy ist sowieso immer der erste, den ich hochspiele. So, da machen wir erstmal ein kleines bisschen Geld. Wo ist mein Geld? Ach hier. So, mein erster Tipp ist auf jeden Fall, wenn ihr hier drin seid, ordnet erstmal euer Stash, so wie ihr wollt. Ich ordne immer mein Stash, meine ganzen Klamotten kommen alle komplett nach unten, so wie ich es halt immer mache. So. Das sind so, die Klamotten behalten wir auf jeden Fall am Anfang. Warum sollte ich die jetzt sinnlos mitnehmen? Ach, das ist wieder so ein dümpel Scheiß hier. Auf jeden Fall ordnet erstmal euer Stash. So, dass ihr gleich erstmal Zugriff habt auf sämtlichen Zeug. Dass ihr gleich wisst, wo was ist. Hier den Pistolenkoffer tue ich erstmal so die Munition rein, die ich hauptsächlich benutze erstmal am Anfang. Und das wird hier erstmal die Pistolenmuni sein und die AK-Munition, die wir jetzt hier mit Überschuss haben. Hier noch eine AFS-Weste, die tun wir natürlich auch mit hier runter. Das. Was wir aufheben, das sage ich auch gleich. Das ist auf jeden Fall die Morphin, die werden nicht mitgenommen am Anfang. Die werden aufgehoben, so wie die Tushongas werden auch aufgehoben, weil
gibt in der Zeit Quests für die Morphin und dann später noch Quests für die Toshongas. Wenn man am Anfang welche hat, ist immer gut. Meine Meinung. So. Die Granaten heben uns auch auf. Die tue ich erstmal hier oben unter die Pistolen. So, die Magazine sind gleich am Anfang alle geladen. Das finde ich sehr gut. Das sind unsere Pistolen. Das ist unser Startequip, was wir mitnehmen. Dann haben wir hier noch Trinken. Das tue ich bei mir oben in der Ecke. Damit ich gleich immer weiß, wo mein Trinken ist. Das ist die Munition, die wir brauchen. So. Granaten, Munition, so. Mein Geld tue ich erst einmal hier unten hin. Weil ich habe ja noch keinen Case dafür. So. Und das hier ist halt mein Medizeug. Das haben wir erstmal so weit geordnet. Alles rausgehauen, was wir nicht brauchen. Ich werde nur mit Pistole am Anfang reingehen, von daher. So, und jetzt gucken wir mal. Zweiter Schritt, was man machen sollte, ist erstmal alles untersuchen. Es bringt schon mal XP. Wenn wir alles untersuchen für die neuen Steiger. Ihr wisst gleich, was es ist. Und der nächste Vorteil ist einfach, dass ihr wenn ihr dann im Raid seid, auf der Map seid und ihr findet Zeug, was, dann habt ihr eigentlich schon viel Examined, was ihr finden könnt. Und ihr müsst dann nicht erst Examined, bevor ihr es nehmen könnt. Somit erspart ihr euch ganz, ganz viel Zeit. Auf jeden Fall haben sie hier was geändert. Hier kann man sich jetzt einen Rucksack holen für Seife. Ist ein kleiner Rucksack, aber von Anfang ist das immer geil. So, dann haben wir hier auf jeden Fall am Anfang schon, kann man sich so eine APS tauschen, ist auch neu. Hier hat man noch eine TT, Makarovs, dann hat man hier eine Mosin, kennt man. Hier die Mosin zum Tauschen für die Batterie, kennt man auch. Dann hat man hier eine AKU zum Tauschen gegen zwei solche Pferdefiguren. Eine PP19 zum Kaufen, natürlich sehr geil, geile Waffe. Geile Anfängerwaffe, muss ich persönlich sagen. So, und hier unten haben wir noch eine SKS. Und zwar ohne Magazin. Das, was sie gesagt haben, die SKS kann man jetzt von oben nachladen. Also das Magazin ist ein 10er Magazin, ja. Aber fest. Hier steht fest. Müssen wir sehen. Ich denke mal, das ist ein Fest. Es gibt keine SKS-Magazine mehr. Ich denke mal, die Waffe wird bei 10 bleiben und das ist ein festes, sodass man die Munition von oben nachladen muss. Kann ich mir vorstellen. So, jetzt gucken wir bei der Therapist mal rein, was hier so gibt. Da haben wir hier ein Car-Kit gegen zwei Klebebänder. Auf jeden Fall gut. Dann hier die Karten, die kein Mensch braucht. Wir haben hier die Fabrikkarte. Wir haben hier Shoreline-Karte. Die Zollgelände-Customs-Karte. Die Waldkarte, so. Dann haben wir hier Trinken. Hier kann man Schmerzmittel kaufen oder tauschen gegen Streichhölzer. Fans. Der hat halt schon Zeug jetzt. Hier kann man auch immer mal reingucken. Examine das, was man noch nicht hat. Mache ich jetzt hier im Video nicht. Dann hat man hier Skier. Skier verkauft halt mehr oder weniger Schrotflinten, SKS und Attachments. Hier kann man auch mal durchgucken, was es denn hier so Neues gibt. Auf jeden Fall bringt das alles XP am Anfang. Und Skill. Macht das einfach. Einfach erstmal alles examinen, was ihr hier so in den Finger kriegt. Und immer bei Fans vorbeigucken, weil da immer Leute mal was verkaufen. Warum auch immer die das bei Fans verkaufen, kann ich sowieso nicht verstehen. Blicke da nicht durch, warum man das macht. So, jetzt gucken wir hier. Hier haben wir noch eine Webber zum Tauschen. Gegen drei Figuren. Hier hatten wir jetzt eine M870 jetzt schon zum Kaufen. Gab es vorher auch noch nicht. Eine TOS, normale Pumpe und eine MP153. Sonst nichts weiter. So, was haben wir denn beim Peacekeeper? Hier kann man schon Dollar tauschen. Man hat hier das Standardzeug wie eine Fallmagazin, aber nur ein 10er, falls man mal eine Fall findet. Kleine Magazine, Aufsätze, Visiere wahrscheinlich hier. Das sind alles Aufsätze.
Hörvisiere. Ja, sonst ist ja nichts weiter Neues. Man kann hier halt gegen eine... Auf jeden Fall ein bisschen mehr Tauschgegenstände reingemacht, sehe ich gerade. Auf jeden Fall gegen eine Schrotflinte kann man sich eine APS-Weste tauschen oder eine Festplatte, war auch wie vor gegen eine... gegen einen MBSS-Rucksack. So, man hat hier einen neuen Griff. Ist er neu? Ich glaube, das ist neu. Oder? Ich weiß es nicht. Ist er neu? Ich glaube, er ist neu. So, gucken wir weiter. Oh, hier waren wir. Mechanic. Gibt es hier was Neues? Gucken wir mal rein, auf jeden Fall. Hier haben wir das, das, das. Das kennt man alles. Das kennt man auch alles. Die Gegner Bitcoin. Der verkauft ja viel für Bitcoins. Hier gibt es schon einen Munitionskoffer. Gegen 3 Cheesepulver zum Tauschen. Klar, am Anfang ist natürlich auch sehr, sehr nice. Wir haben halt noch Waffen gegen Bitcoins, die kennen wir ja. Der tauscht halt viel. Hier gegen 2 solche Heads. Ja, das mache ich dann später. Hier hat man halt noch einen Bitcoin zum Tauschen. Ist immer noch der Tetris. So, und jetzt gucken wir nochmal bei Rackman, was der am Anfang hat. Der hat mal halt eine Skeff-Weste, die ganzen Armbänder, die Mützen, den kleinen Rucksack. Hier hat man schon am Anfang einen Helm gegen 2 Bleiche zum Tauschen. Hier hat man schon ein Visier gegen 5 Masken zum Tauschen. Ein Headset zum Kaufen und gleich am Anfang, das ist natürlich sehr, sehr cool. Das finde ich nice. So, und jetzt hat man hier schon die Weste zum Tauschen gegen Seife und Klopapier. Hier hat man noch den Scheißhelm, den braucht keine Sau, kauft ihn euch nicht, er ist sinnlos, er ist nur gegen Nahkampfangriffe. Und hier noch ein MBS-Rucksack gegen 2 Abstufe 1 Stocktex. Und das war's groß im Ganzen. So, jetzt haben wir hier und dann als nächstes geht hier auf die Aufgaben. Hier hatten wir auf jeden Fall bei Prepper, hatten wir klar am Anfang eine Aufgabe. Akzeptiert die, dann seht ihr gleich. Tötet 3 Skeffs aufs Zollgelände. Und dann, ja, die Aktualisierung ist auf Deutsch natürlich nicht gut. Übergibt 2 MP3 Schrotflinten. Ich denke mal, das wurde überarbeitet. Das sind es diesmal 2 und nicht mal 3. Und ist diesmal 5 statt 3. Ich mache mal kurz auf Englisch. Da steht bestimmt was. Ja. Find in Raid 2 M333. Das ist das, was ich gesagt habe. Man kann jetzt nicht mehr die 2 Schrotflinten jetzt bei Skiers so kaufen und einfach abgeben und da ist die Quest vorbei. Du musst die finden. Das funktioniert nicht. Aber die haben das hier ein bisschen geändert. Es sind halt bloß noch 2 statt 3 und es sind halt 5 statt 3. So, gucken wir mal weiter. Hier haben wir noch eine Quest und das ist hier. Find 5 Saliva-Kits. Wir müssen 5 Salivas finden und das heißt finden. Und nicht kaufen. Aber hier haben wir ja schon eins drin und das gebe ich auch gleich ab, damit es gleich weg ist. Hier kann man noch nicht annehmen. Da steht immer da, brauchen wir Level 10. Hier hat man noch gar keine. Und hier Level 5. Das kennen wir ja. Der hat keine. Das sind unsere 2 Anfangsquests. Customs, die meisten gehen auf Customs am Anfang. Und ja, das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Mehr gibt es jetzt noch nicht zu sagen. Es gibt die Lab-Karte. Wir können ja mal kurz gucken. Ich glaube, die Lab-Karte gibt es einfach noch gar nicht am Anfang. Weil wir müssen jetzt, wenn man hier auf Labs geht, steht hier, ich habe keine Keycard. Und ich habe gerade bei Facebook in der Gruppe gelesen, es hat schon jemand eine gefunden. Eine Lab-Karte. Ich weiß nicht, ob man die jetzt nur finden kann oder im späteren Verlauf vielleicht auch kaufen kann. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, das war es jetzt am Anfang. Ich werde auf jeden Fall Gameplays aufnehmen. Es geht jetzt wieder so langsam stetig los, so wie ich Zeit habe. Ich kann nicht versprechen, dass ihr im Überfluss Videos kommen, aber halt, ich muss halt auch arbeiten und gucken. Aber wenn ich Zeit habe, nehme ich auf. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, haut rein, haut in die Tasten, schreibt es unten drunter. Like da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, damit ihr ja nichts verpasst, wie gesagt, und haut rein
und los geht's.